Gerade haben der ehemalige US-Präsident Bill Clinton, 71, und Bestseller-Autor James Patterson, 71, ihr gemeinsames Werk, The President is Missing, vorgelegt. Nicht nur in den USA scheinen die Leser den Thriller zu lieben. Für Spannung wollen 2018 aber unter anderem auch noch J.K. Rowling, 52, und George R.R. Martin, 69, sorgen. Ein neuer Krimi von Robert Galbraith. 2013 veröffentlichte J.K. Rowling unter dem Pseudonym Robert Galbraith den Krimi, Der Ruf des Kuckucks. Drei Monate später kam heraus, dass die Harry Potter-Autorin hinter dem Buch steckt. Es folgten zwei weitere Krimis um den Privatdetektiv Cormoran Strike, Der Seidenspinner, und Die Ernte des Bösen. Bereits im April gab Rowling auf Twitter bekannt, dass der vierte Teil der Reihe Letal White noch in diesem Jahr erscheinen soll. Zusammen mit seiner Assistentin Robin hatte Strike zudem auch schon ins Fernsehen gebracht. Die ersten Fälle der beiden sind verfilmt worden. Von Rowling wird es in diesem Jahr aber wohl nicht nur einen neuen Krimi geben. Wie bereits beim Theaterstück Harry Potter und das verwunschene Kind und beim Kinostreifen Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, wird sie auch für die Fortsetzung des letzteren wieder das Drehbuch veröffentlichen. Fantastische Tierwesen 2, Grindelwalds Verbrechen, läuft am 15. November in den deutschen Kinos an. Neues, Game of Thrones, Buch. Bei Winds of Winter, dem heiß ersehnten neuen Teil der Buchreihe, Das Lied von Eis und Feuer, müssen sich Fans noch bis 2019 gedulden. Als kleines Trostpflaster wird aber George R.R. Martins Ableger, Feuer und Blut, noch dieses Jahr erscheinen, genauer gesagt am 26. November in deutscher Sprache. Darin geht es nicht um die aktuellen Geschehnisse der Buchreihe oder der dazugehörigen Serie, Game of Thrones, stattdessen spielt die Handlung 300 Jahre davor. Feuer und Blut erzählt den Werdegang des Hauses Targaryen, das einst den eisernen Thron innehatte, ehe Aerys II Targaryen, der ihre König, gestürzt und Robert Baratheon zum König wurde. Neues Mittelerde-Buch von Tolkien. Am 30. August 2018 erscheint weltweit Der Fall von Gondolin, eine der drei großen Geschichten des ersten Zeitalters von Mittelerde, von J.R.R. Tolkien, 1892 bis 1973, herausgegeben von seinem Sohn Christopher Tolkien, 93. Der Fall von Gondolin bildet den Abschluss der Trilogie, die 2007 mit Die Kinder Hurins begonnen und 2017 mit Bären und Lutien fortgesetzt wurde. Der Verlag Ledcotta erklärte vorab zum Inhalt, zwei der größten Mächte Mittelerdes stehen sich in Der Fall von Gondolin gegenüber, auf der einen Seite Morgoth, die Verkörperung des Bösen, und auf der anderen Ulmo, der Herr der Meere, Seen und Flüsse unter dem Himmel. Im Zentrum ihres Konflikts steht die verborgene Elbenstadt Gondolin. Drogon, König von Gondolin, wird von Morgoth mehr als alles andere gehasst. Seit langem versucht der dunkle Herrscher, Gondolin zu finden und zu zerstören, aber vergeblich. In diese Welt kommt Tuor und wird zum Werkzeug von Ulmos Plan. Von ihm geleitet, macht sich Tuor auf den gefahrvollen Weg nach Gondolin und gelangt in die verborgene Stadt. Dort heiratet er Idril, die Tochter Drogons. Ihr Sohn ist Earendil, dem es vorherbestimmt ist, einmal der berühmteste Seefahrer des ersten Zeitalters zu werden. Durch einen gemeinen Verräter erfährt Morgoth, wie er einen vernichtenden Angriff gegen die Stadt führen kann, mit Balrogs, Drachen und zahllosen Orks. Das Verhängnis nimmt seinen Lauf. Autobiografie von Tina Turner. My Love Story ist der Titel der Autobiografie von Tina Turner, 78, die am 15. Oktober erscheint. Liebe hat mein Leben gerettet. Davon will ich erzählen, erklärte der Weltstar vorab. Unter dem Eindruck einer lebensbedrohlichen Erkrankung, die sie aufgrund einer wunderbaren Wendung überwinden konnte, schildert die Sängerin erstmals ihre ganze Geschichte, heißt es. Geschichte von Udo Lindenberg. Udo will ebenfalls die ganze Geschichte erzählen, die Abstürze und die Triumphe, die Niederlagen und Siege, basierend auf Udo Lindenbergs, 72, Erinnerungen, auf Berichten von Wegbegleitern und Mitgliedern des Panikorchesters, aufgeschrieben von Thomas Hoetlin soll dieses Buch ein Geschenk an alle Fans,
sein, ein einmaliges Dokument der Zeitgeschichte und ein rasanter Reh durch sieben Jahrzehnte. BRD, mit zahlreichen Illustrationen vom Meister selbst. Udo, erscheint am 4. Weitere Hichlichts. Der Hundertjährige, der zurückkam, um die Welt zu retten, ab 6.9, von Jonas Jonasson, 56, dem Autor des weltweiten Bestsellers. Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Darum geht's. Allan Carlsson ist wieder da. Der Hundertjährige hat genug vom Dauerurlaub auf Bali und ist begeistert, als sich ein neues Abenteuer ankündigt. Kurze Antworten auf große Fragen, ab 16. 10. von Stephen Hawking, 1942 bis 2018. In seinem letzten Buch gibt Stephen Hawking Antworten auf die drängendsten Fragen unserer Zeit und nimmt uns mit auf eine persönliche Reise durch das Universum seiner Weltanschauung. Der Insasse, ab 24.10, von Sebastian Fitzek, 46. Vor einem Jahr verschwand der kleine Maximal. Nur der Täter weiß, was mit ihm geschah. Doch der sitzt im Hochsicherheitstrakt der Psychiatrie und schweigt. Max Vater bleibt nur ein Weg, um endlich Gewissheit zu haben, er muss selbst zum Insassen werden. 1.10, von Charlotte Link, 54, in den Hochmooren Nordenglands wird die Leiche der 14-jährigen Saskia gefunden. Kurze Zeit später wird ein weiteres Mädchen vermisst,